Vor 200 Jahren entstanden Banken fast schon nebenbei, gegründet durch Privatpersonen, die zum Beispiel Geld verliehen. So war das auch bei der Frankfurter Familie Hauck 1796. Über mehrere Generationen hinweg wuchs das Geschäft bis zur Fusion mit dem Münchner Bankhaus Aufhäuser 1998. Heute hat die Privatbank an 8 Standorten knapp 700 Mitarbeiter und seit 2016 gehört sie dem chinesischen Konzern Fosun. Hauck und Aufhäuser sieht sich zwischen Tradition und Moderne. In den letzten Jahren wuchs das Haus kräftig und hat sogar eine digitale Vermögensverwaltung. Und das schaue ich mir mal genauer an, heute mit einem Blick hinter die Kulissen. In diesen Räumen sieht und spürt man regelrecht die Tradition. Bei mir ist der Vorstandsvorsitzende Michael Bentlage. Wie wichtig ist dieses Feeling für Ihre Kunden? Ja, Tradition ist sehr wichtig für unsere Kunden wie für unsere Mitarbeiter, denn es schafft Vertrauen. Immerhin kann die Bank auf eine Historie von mehr als 220 Jahren zurückblicken und in dieser Zeit hat die Bank doch alle Krisen gut überstanden. Ich hatte das Glück, Michael Hauck zu Lebzeiten mehrfach noch sprechen zu können. Er war derjenige, der im letzten Jahrhundert die Bank doch maßgeblich bestimmt hat. Und das Interessante dabei war, mir fiel auf, er war Innovator und Pionier in vielen Dingen, hat Neues in der Bank eingeführt, aber auch hier am Bankplatz Frankfurt. Und insofern ist Tradition und Innovation kein Widerspruch, denn es geht beides zusammen. Banken müssen heutzutage ganz schön in Bewegung bleiben, innovativ sein. Digitalisierung ist da sicher ein wichtiges Stichwort. Wie stellen Sie sich denn für die Zukunft auf? Ja, Digitalisierung ist ein beliebtes Buzzword geworden. Am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir die richtigen Lösungen für guten Service und für hervorragende Produkte für unsere Kunden finden. Und da ist Digitalisierung am Ende Mittel zum Zweck. Es springt eigentlich zu kurz, es geht um Innovation. Denn was erwartet heute im Zeitalter der Digitalisierung ein Kunde an Servicedienstleistungen von Seiten einer Bank? Und was erwartet ein Kunde heute in der Welt der Nullzinspolitik an Produktlösungen von Seiten der Bank? Wir als Hauck & Aufhäuser investieren dazu einen hohen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr, um genau diese Fragen zu beantworten und dem Kunden eine hervorragende Produktlösung zu bieten. Design Thinking und agiles Projektmanagement sind auch in aller Munde. Inwieweit haben Sie da schon Erfahrungen gemacht? Ja, wir haben vor 2 Jahren ein Leuchtturmprojekt mit dieser Methode durchgeführt. Es ging dabei um die Einführung der digitalen Vermögensverwaltung unter dem Namen Seed-In. Und für uns als Bank war das ein sehr, sehr großes, neues Projekt. Sehr viele Abteilungen waren davon involviert. Es geht um Produktentwicklung, um Produktdesign, Marketing, aber auch Implementierung von Prozessen. Und da war diese Methode hervorragend, um in einer kurzen Zeit innovativ ein neues Produktlösungsangebot für den Kunden zu schaffen. Zu uns kommt jetzt auch Dr. Holger Sepp, auch Vorstandsmitglied. Ja, wie ist denn Private Banking heute zu beurteilen und was macht eine Privatbank da anders? Ja, für uns im Private Banking stehen ganzheitliche Beratung und auch die Erarbeitung individueller Vermögenskonzepte im Vordergrund. Neben der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir weiterhin Anlageberatung an, für uns ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal. Auch Themen rund um Sachwerte, sogenannte Real Assets, werden zunehmend mehr an Bedeutung erlangen in unseren Portfolien. Dabei sprechen wir über Themen wie Immobilien, Private Equity oder auch Infrastruktur. Das Thema der Nachhaltigkeit, Stichwort ESG, auch ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Für uns ist das kein Modethema, da wir es seit 20 Jahren aus unserer Tochtergesellschaft Hauck & Aufhäuser in der Schweiz anbieten. Ja, was ist der Unterschied in der Betreuung gegenüber Großbanken? Aus meiner Sicht ist es ganz klar der Ansatz der individuellen Kundenbetreuung. Wir kennen unsere Kunden über viele, viele Jahre hinweg, zum Teil über Generationen. Und dabei stehen Themen wie Vertrauen, Individualität, aber auch
Verantwortungsbewusstsein unsererseits für die Kunden im Vordergrund. Algorithmen spielen ja eine ganz wichtige Rolle heutzutage. Kommt man da auch um eine digitale Vermögensverwaltung nicht mehr herum? Ja, das ist definitiv so. Ja. Also es ist Teil des modernen Haug und Aufhäuser. Und in Zeiten von sich verändernden Kundenbedürfnissen, in Zeiten von stetig steigender Mobilität, ist das Thema digitaler Vertriebskanal für uns ein klares Muss. Durch diese intelligenten Algorithmen können wir für Interessenten innerhalb von wenigen Sekunden eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln. Die Asset Allocation dahinter und die Portfoliotitelselektion, die finden dann aber tatsächlich über unsere etablierten Portfoliomanager statt. Genauso wie in der klassischen Vermögensverwaltung für unsere Private Banking Kunden. Und die Portfoliomanager, die sitzen übrigens hier bei uns auf dem Flur direkt um die Ecke und können den Kunden auch jederzeit erklären, warum ein Titel im Portfolio ausgetauscht wurde. Wie ein Bankhaus sich verändert, das haben wir gerade gehört. Wie sich das Anlegerverhalten in den letzten Jahren auch deutlich verändert hat, das erfahren wir in der nächsten Folge.